Magic. Electronic Arts. EA Sports. It's in the game. Ah, nee, falsch. Das ist ja auch ein Sportspiel irgendwo. Ja. Ein Spiel. Ja. So, Copyright 1993. Ja, ist nicht ganz so detailliert, das Logo, ne? Stimmt, ja. Aber der Lotus 2 Schriftzug quasi von, vom Cover. Vom Cover von Lotus 3 eigentlich. Also ja. Da hat man tatsächlich dann wieder die Verbindung geschaffen, ja, ne? Den Querverweis. Genau, sehr schön. So, Player One. Ich wollte gerade sagen, in welche Richtung muss ich denn? Entschuldigung, dann bist du jetzt einmal komplett durch. Slayer, ja, Kevin, ich bin komplett durch. Das sollte dir nichts Neues sein. Das ist richtig, ja. Lassen Sie mich Arzt, ich bin durch. Genau. Zweier, auch schön. So, Sven One. Kann man machen. Sven's One. Sven's One, ja. Das ist auch Kevin. Nicht schlecht. Also das ist natürlich am Amiga mit einer Tastatur deutlich... Deutlich einfacher, wenn man das vor allem immer eingeben muss. Wenn man A drückt, wird die ganze Zeile gelöscht. Man hätte das auch einfacher haben können. So, wir gehen raus mit B gleich. So. Neu erworbenes Wissen. Mit A wird die ganze Zeile gelöscht. Zauberei. Auf jeden Fall. Stunden später. Seid ihr noch wach? Auf, sonst lasse ich Kevin da stehen. Kevin. So. So, vorsehen. Genau. Und hier ist jetzt vorausgewählt die Automatiksteuerung. Mhm. Genau. So, wir schalten hier auch hier wieder auf den Dingsbums-Modus. Ihr wisst, was ich meine, Championship, ja, genau. Also, ja. Wir zeigen einfach jetzt mal hier die Strecken von der Medium-Schwierigkeitsstufe, dass wir mal ein bisschen was anderes sehen und auch erstmal den Eispieler-Modus machen. Achso, ja. Entschuldigung. Wolltest du nicht umstellen, aber nein? Ja, gleich, für die Custom-Strecke. Ich bin so ungeduldig. Ich merke das schon. Willst du anfangen? Nee, du darfst anfangen. Ich kann, ich hab Zeit. Hier ist vorausgewählt der Esprit, lustigerweise. Hier beim Amiga hatten wir ja den M200 direkt ausgewählt. Genau. So, und hier haben wir nur vier Tracks, glaube ich. Ja, das, ne? Vollkommen richtig. Fangen wir einfach mal an mit Fahrgeräuschen. Und das sieht mir zumindest vom Bild her so aus wie die dritte Strecke aus dem Easy-Kurs der Amiga-Version. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Ich habe mir jetzt den Code nicht gemerkt, der da drauf stand. Nicht. Aber tut mir leid, der ist auch zu umfangreich, um das zu merken. Das stimmt. Spur zurück, dann seht ihr es. Merkt euch, wo ihr wart. Nee, der hat aber nicht oben auf einer Kuppe angefangen, der andere Kurs. Nee, ist wieder ein anderer, ja. Und auf jeden Fall viele Bäume. Also es läuft ein bisschen flüssiger gefühlt als die Amiga-Version. Ist dafür grafisch nicht so detailliert. Ich wollte gerade sagen, es ist sehr einfarbig, auch die Autos bisher noch. Okay, so, es ändert sich. Pits steht hier und ihr seht, es gibt gar keine richtige Streckenbegrenzung. Das heißt dann einfach ganz rechts irgendwo anhalten. Genau, da wo Pits ist, einfach rechts anhalten und dann werdet ihr betankt. Euer Auto auch. Sounds, weiß ich nicht, die hätten, glaube ich, ein bisschen schicker gekonnt. Ich wollte gerade sagen, das ist jetzt, könntest du auf dem Traktor fahren, das ist ein bisschen eintönig, aber ist auch bisschen schwach auf der Brust irgendwie. Bisschen, ja. Ist kein Lotus, der da fährt. Ja. Ist kein Rennwagen. langsam wird es besser, aber ja. Also, hätte wer hat denn hier einen Baum mitten auf die Straße gepflanzt? Wirklich, solch eine bescheidene Planung. Eine beschilderte Planung. Und ich finde, man hätte die Anzahl der Runden, die man hier fährt, ein bisschen größer machen dürfen. Das stimmt. Die Striche sind schon sehr, sehr klein. Das stimmt. Eigentlich. So lieblos irgendwie so. Ah, mach das mal dann auch hin, darf man nicht so groß sein. Hier merkt man dann schon, das ist bei jemand anderem entstanden. Also das Spiel ist ja bei Gremlin entstanden und das Originalspiel bei Magnetic Fields. Genau. Hier könntet ihr jetzt anhalten zum Tanken. Immer wenn es Pits blinkt. Könnte auch sein, dass wir das noch hier tun müssen. Könnte. Müssen wir mal im Auge behalten, wenn du gleich mit deiner zweiten Runde fertig bist. Aber ein ganz schöner Kurs eigentlich, finde ich. Der Kurs ist schön, ja. Also, dann hocken wir die nächsten drei schon aufeinander hier. Ja. Wenn du einen mal hast, geht's. Ja, hier ist überholen schwierig hier bei der Strecke. Ja, weil es sehr eng ist, ja. Und viel Bäume einfach außenrum noch stehen.
Sehr gut. Und direkt wieder gut im Zurück verloren. Müsst ihr schon eine Tanne für Weihnachten hauen oder wo fährst du gar nicht? Ich muss sagen, auf der Amiga-Version die Kollisionsabfrage, auf der Mega Drive-Version meine ich hier, die Kollisionsabfrage ist gnädiger als auf dem Amiga. Ja. Also die Hitbox der Autos ist schon ein bisschen kleiner gewählt. Ja. Vielleicht in der letzten Runde nochmal ein Mäulchen tanken. Ein Mäulchen? Ein Mäulchen voll. Das könnte. Das könnte auch reichen. Naja, nimmst du ein paar Schlücke und dann bist du safe. Nee, meine Flasche ist leer, leider. Kann ich erst wieder nach der Aufnahme machen. Das stimmt. Hä? Ui, ich sag, du willst einen Tannenbaum für Weihnachten schlagen. Ja, passt in den Kofferraum beim Lotus bestimmt. Nö, oh, das kannst du oben drauflegen. Guck mal, das ist eine Halterung extra. Dafür ist sie doch, oder? Ach, dafür ist sie da. Ist doch die Tannenbaumhalterung oben. Wir sind schon am ersten dran. Auch wenn wir den gleich wieder... Also dieser eine Baum, der hier links auf der Straße gepflanzt ist. Ja. Hartnäckig. Ja, ich glaube, ich ein kleines bisschen sogar tanken. Ja, muss auf jeden Fall tanken, ja. Wenn das gegen mein Ego geht hier, weil der erste mich jetzt direkt wieder überholen wird gleich. Ja, kannst du da ein bisschen Weg dazwischen bringen? Ja, gut, okay, ist schon. Aha, wo kommt's denn? Jetzt. Anhalten. Sehr schön. Dann seht ihr, wird einfach dann da, wo ihr dann seid, befüllt. Genau. Im Übrigen mit der Taste A bremsen. Ja. Was beim Amiga mit nach Steuerknüppel hinten. Nach hinten ziehen war. Und zum Starten wieder Steuerknüppel nach vorne ist, hier einfach mit Taste A bremsen bis in den Stand. Genau. Der erste ist nicht so weit weg. Von daher ist noch alles drin. Ja. Ich finde es ein bisschen schade. Also ich weiß nicht, ob sie tanken, aber gefühlt habe ich die noch nie irgendwo stehen sehen. Glaube ich nicht. Sehr schön. Du meintest sehr schön, dass ich ihn überholt habe. Nicht sehr schön, dass sie nicht tanken müssen. Natürlich richtig. Ja. Sehr schön, dass du ihn wieder überholt hast. Guck mal, ich überrunde sogar welche. Sehr jetzt. Gut. Falls ich... Das und du bist zurück überrundet. Das lassen sie sich nicht bieten. So, bist du aber gleich geschafft. Ich bin auch jetzt schon geschafft, das da hast du völlig recht. Bist gleich im Ziel und hast das souverän auf dem ersten Platz abgeschlossen. Nämlich jetzt. Nein? Jetzt. Ich konnte mich nicht entscheiden, ob ich links oder rechts dran vorbeifahren bin. Einfach dann in der Mitte. Genau. So. Was haben wir denn hier für lustige Namen? Damon Godley, Pete Daniels, Esk. Simon Short finde ich schön. Boah, Henry, das klingt mir so nach vielleicht irgendwie sogar Namen von Entwicklern oder sowas oder Programmierern sowas vielleicht. Ja. Weil die nicht so abwegig sind wie die anderen Namen bei der Amiga-Version. Ja. So, dann viel Spaß. Hat Q-Fucker 51. 4 Runden, 8 Kilometer. Das ist schon ganz ordentlich von der Strecke her. Da müssen wir nicht tanken. Müssen wir nicht mehr, wenn wir nicht mehr zeigen wollen. Korrekt. Das hat völlig recht. Immerhin Asphalt auf der Straße. Ja, stimmt. Aber für den Start waren sie schon weit weg gewesen. Also bei der Mega Drive-Version würde ich definitiv immer die Musik anmachen. Ja. Die Sounds gefallen mir da nicht. Bessere Alternative auf jeden Fall, ja. Hallo, warum überholst du mich zurück? Weil ich doof bin und gegen den Baum fahre. Hier ganz schön ist, dass das Auto immer so ein bisschen hoppelt. Das ist auf der Amiga-Version definitiv nicht der Fall gewesen. Stimmt, ja. Es gibt noch mal so ein bisschen mehr Fahrgefühl irgendwie. Das stimmt. Oh, wenn man gegen so einen Stein fährt auch. Wobei, ob der jetzt hoppelt auf einer asphaltierten Straße, ist auch wieder so eine Sache. Ja. Sportwagen, der ist sehr tief. Du meinst, der nimmt jede Bodenunebenheit mit? Genau. Und so, deswegen fährst du auch so gegen Stein, wirst du nur kurz nach rechts geschleudert. Eieiei. Heidewitzka. Gut ist anders.
Jetzt haben wir die Hälfte. Vier Runden waren es, oder? Waren es fünf? Ja, vier Runden. Da weißt du nicht. Da musst du nicht tanken. Geht völlig klar. Ja, das ist halt gemein. Ne? So Obstacles direkt auf der Straße, also so Gegenstände, also Hindernisse. Hindernisse, oder? Genau. Ja, ich fahre aber auch trotzdem ständig gegen die Brandung. Gegen die Brandung? Hast gegen du irgendwas mehr gesehen? Ich habe das mehr gesehen, genau. Gegen die Schilder an der Seite. Gegen die Umrandung? Nee, gegen die, was hat man denn? Ja, die Kurvenanzeigen. Ich habe gerade einen Sprachhänger. Sprachhänger. Muss gerade mal resetten. Deswegen ist er nicht gut gefahren. Klar, es ist mit den Hindernissen fies, aber die haben die anderen ja auch. Aber es geht. Neunter. Naja. Zack. Ich wollte noch einmal abheben. Wenn wir schon so langsam fahren. Einmal ans Fliegen kommen. Du musst nicht gegen jeden Stein fahren, der auf der Straße steht. Nee, das zieh ich jetzt durch. Einmal Stein, immer Stein. Genau. Hey! Ja, bist du nicht auf den draufgefahren, auf den Baumstamm? Ja. Ich war so schnell. Ja. Also der Komponist ist auch mitgefahren, der Patrick Phelan. Der war sogar vor uns. Deswegen sage ich das. Ich glaube, das sind eher Namen von dem ganzen Team. Ja, so. Können wir ja mal gerade gucken hier. In der Anleitung war da irgendwo eine Liste. Gleichen wir mal ab. Die Zeit haben wir. Pete Daniels. Damon Godley, den habe ich schon gelesen. Jo, eben. Zweiter. Irgendwo. Das war der Grafiker. Mhm. Produktion Kevin Buckner oder Buckner. Nein. Produktion für Gremlin Tony Casson. Ja, neunter. Co-Produktion Diarmid Clegg. Ich wollte gerade die Tafel ist weg. Nee. Produktmanagement AJ CHW King. Nee. Handbuch Clive Doney. Nee. Handbuch Layout Chris Morgan. Nee. Qualitätssicherung Richard Gallagher. Nope. Originalspiel Magnetic Fields. Nein. Also ein paar sind verewigt. Ein paar sind dabei, ja. Ja. So. Das ist ein futuristisch. Future-Kurs, ganz genau. 10 Kilometer, 4 Runden. Ja, was macht ihr noch so den Rest vom Abend? Mit Turbozone. Ja, wisst die Turbozonen sind ganz cool. Bei den futuristischen Kursen. Cap Future. Da. Das sind die Turbozonen. Ah, da passt auch die Musik richtig geil dazu. Das ist super, ja. Vor allem lange Turbozonen. Mhm. Aber sehr cool. Ja, die macht Lust, die Runde. Hier waren eben so Teile an der Seite, die so eine gelbe Linie da geschossen haben. Ich habe die noch nicht rausgefunden, was die machen. Ich auch nicht, weil die tauchen immer wieder mal auf. Du denkst irgendwie, es ist ein Fehler, aber ich weiß nicht, was das ist. Die Musik ist super. Mega. Ist ja klar, sie aus Mega Drive. Kevin! Ah, der kam flach. Das um die Uhrzeit. Ja. Also. Morgens 9:30 in Deutschland. Nein, nicht ganz. Abends 9:30. Ich wollte sagen, abends 9:30 kommt ihr hin. Kurz vor 10, ja. Das war quasi das Betthupferl. Genau. Genau auf. Ich wollte gerade sagen, das sieht gut aus. Du bist ja jetzt in der Hälfte von deinem, bisschen knapp unter der Hälfte vom Fuel, vom Benzin und hast die Hälfte von der Strecke schon durch. Also das sollte genau reichen. Jetzt, wo du gerade Fahrt aufnimmst, können wir dich nicht zum Tanken schicken. Ja, gut. Dritter Platz. Hm. Oh, der Sprit nimmt aber ganz schön gewaltig ab gerade. Ich sollte noch mal pitten. Mal kurz wenigstens. Ja, komm, fahr rechts rüber und halt an. Das reicht. Verdammt. Ja, aber die holst du dir wieder. Ich glaube, es wäre echt... gerade erst angefangen. Es wäre echt knapp geworden, glaube ich. Das wird möglich. Ich glaube, man verliert auch Benzin, wenn man irgendwo gegenfährt. Ja, genau. Es hängt auch mit der Fahrweise ab. Was war das denn? Ah, das sind die Strahlen. Die haben sich abgedrängt. Ah, okay. Das erklärt es natürlich.
Und auch dieses Mysteriosum hätten wir gelöst. Sehr gut. Schwierige Wortkonstellation. Genau. Auch dieses Wort, was wir nicht aussprechen können, hätten wir gelöst. Tja, schade. Aber oh egal. Es hätte vielleicht doch gereicht. Ja. Gut, dann würde ich sagen, fahr du doch mal eine Runde noch. Ja. Ich versuche noch mal kurz rauszufinden. Oh, Nebel des Grauens. Ah, guck mal hier. Vielleicht kriegen wir es doch freigespielt. Hier ist das POD, please, von dem ich geredet habe, mit Unterstrich noch geschrieben. Das probieren wir gleich mal aus. Mhm. Wir fahren nach der Runde zwei Strecken, die wir selbst generieren. Mhm. Und dann gucken wir mal, ob wir das Bonusspiel noch freischalten können. Das machen wir. Ach schön, eine Nebelstrecke hier. Mhm. Die Musik gefällt mir auch sehr gut. Das ist gut, ja. Oh, hast du das gesehen? Also gut, war Nebel, habe ich kaum gesehen, aber... Ah, ist das Nebel. Das ist auch wieder so eine Strecke, wenn du von der Straße abkommst, fährt er fast überhaupt nicht weiter, ne? Schwierig. Also wenn man den direkten Umstieg von der Amiga-Version zum Mega Drive hat, dann ist klar, die erste ein, zwei Runden ist so ein bisschen, weil es schon ein bisschen qualitativ schwächer ist, aber... Wenn man die Version jetzt mal für sich alleine nimmt, kommt man da auch sehr gut rein. Und ich finde, auf jeden Fall ein gutes Rennspiel. Also. Ist es. Sag mal, warum? Hast du aus Versehen auf Manual geschaltet? Auf manuelle Schaltung? Das manuell schaltet? Auf den Manuel, ja. Nee, ich war, glaube ich, einfach einen Ticken neben die Spur. Also quasi alles wie immer. Das wollte gerade sagen. Das ist kein Vergleich zu sonst. Aber ja, keine Veränderung. Das hat mich halt so gebremst, dass ich gar nicht vorwärts gekommen bin. Eben. Wenn am Anfang schon so viel Zeit verlierst, ist das halt schwierig aufzuholen. Das Schöne ist hier, dass wieder einer von hinten kommt, dass du immer siehst, wenn welche vor dir sind. Ja. Weil, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. Das ist auf jeden Fall von Vorteil, ja. Ja. Alles schön gemacht mit dem Nebel. Das hat was. Echt viele Strecken hier, also viele Runden. Ja. Da musst du einmal pitten auf jeden Fall. Das mache ich aber in der nächsten dann. Oder? So, ja, ja, ist ja. Eh zu spät jetzt. Jetzt ist eh zu spät, ja. Hast du gut erkannt. Ja, kannst du mal sehen, wie schnell das doch ging. Gemeine, dass dieser Pit mitten in der Kurve dann kommt, ne? Mhm. So, das soll dann noch reichen. Zwei Plätze verloren. Drei Plätze. Ja, das war bei wegen Blödheit jetzt. Vier Plätze. Meine Güte. Tür zu. Fahrer wie besoffen. Jetzt die Polizei anhält, haben wir ein Problem. Das wäre noch so ein Spielelement für einen nicht existierenden Lotus 4-Teil gewesen. Ne? Stimmt, ja. Und Polizei, die dazu fährt. Aber dafür haben wir ja Need for Speed. Wollte gerade sagen. Das Spielprinzip gab es dann ja später in anderen neuen Spielen. Hot Pursuit. Oh ja. Richtig, richtig cool. Das war richtig cool, das stimmt. Hui! Also Top 10 sehe ich gerade nicht, weil es ja neblig ist.
so wunderbar, dann kommen wir direkt ins Menü zurück. So war der Plan. Na guck mal, 12. Was noch? Bisschen. Ja. Aber zu viele. Was findest du da vor dir? Zu viele Fehler. Aber coole Strecke. Race over. Ich glaube, du hast es nicht geschafft. Knapp. Ich wollte ja auch nur ins Hauptmenü. Das stimmt. So. Bitteschön. Dann bemühen wir jetzt mal den Zwei-Spieler-Modus. Guck mal, das Endklassement. Schön finde ich, dass man hier sieht, wer was gefahren ist. Wer ist den Esprit gefahren, wer den Elan und wer den 200. Das stimmt, ja. To play the hidden game, all you have to do is type the top secret password. Das ist cool. Was ist denn das? Medium Level Points? Ja. Also wir sind ja das Medium Level gefahren. Ja. Das sind die Punkte, die du geholt hast, 31. Aber der Beste hier drin hatte 50. Ja, aber was ist denn jetzt das Passwort? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich. Du musstest wahrscheinlich eigentlich. Hast du nicht das Passwort für das? Ja, aber das war was anderes, als er gestanden hat gerade. Okay, das, dann bin ich raus. Ja, dann probieren wir das doch jetzt mal. Drücken Sie A, um alles zu entfernen. Dankeschön. Dankeschön. So, also, wir wollten erstmal jetzt spielen mit RecoPlay. Mhm. Das wäre jetzt wieder schneller gewesen. Na ja. Du kannst auch schon deinen Controller gleich zücken. Rico. Plays müssen wir machen. Ja. Genau. Wie gesagt, das Essen nehmen wir aus der Anleitung, dann geht's. So, jetzt nicht A drücken. Schwierigkeit machen wir mal. Ja, 20 sollte drin sein. Ja. So. Dann sagen wir hier noch zwei Spielermodus. Mhm. Wir sagen Custom Race und dann müsste eigentlich alles stimmen. Beide auf Automatik. Let's go. Frau Wikowski. Du darfst aussuchen. Dann fahren wir doch mit dem M200. Mhm. Du darfst auch die Musik aussuchen. Die hatten wir noch nicht. Dann nehmen wir die. Heidewitzka. Das Bild kennen wir auf jeden Fall. Ja. Zumindest das Setting scheint dann ein bekanntes zu sein. Mhm. Man muss nicht warten, bis geladen ist. Man kann sagen, ab und zu kann man auch B drücken, genau. Let's go. Also was mir hier schon fehlt, ist, dass der... Ah, Kevin Head. Ich wollte gerade schon meckern. Die Anzeige, wer hier vorne ist. Ja. Gefühlt stemmt das Mega Drive den Zwei-Spieler-Modus aber etwas flüssiger als der Amiga. Das stimmt, ja. Aber das ist schon wieder mit so einer engen Dingsstrecke hier, ne? Fies. Sehr, sehr fies. Boah. Boah, die Strecke ist nicht einfach. Vor allem das Kurvige die ganze Zeit. Ja. So, wir sind jetzt mal an dem Pult vorbei, das ist schon mal gut. Das macht sich auch hier bezahlt, bei geraden Strecken möglichst in der Mitte zu fahren und sobald man die Kurve am Horizont sieht, direkt einzulenken. Ja, genau. Das ist auch ein Spielprinzip, was bei Jaguar XJ220, zu dem ich dich auch noch hinschleppen werde, Gerne. Im Vergleich Amiga mit Mega-CD, ist es da ganz genauso. Da musst du wirklich immer mittig fahren und sofort in die Seite drücken, sobald du die Kurve siehst. Aber ein ganz tolles Rennspiel ist vom Prinzip her fast 1:1 wie Lotus. Okay. Also auch so ein arcadiges Spiel, aber auch mit sensationell guter Musik, sowohl auf dem Amiga als auch auf dem Mega-CD. Auch mit komplett unterschiedlichen Musiktiteln. Ich bin gespannt. Ja, das werden wir uns dann auch demnächst angucken. Also nicht erst in 3-4 Jahren, sondern das machen wir wirklich. Das machen wir ein bisschen früher. Ja. Das machen wir in 2 Jahren schon. Genau. Da haben wir richtig auf dem Putz. Oh nein, ich war da vorbei. Und Thema Mega-CD haben wir auch noch das WWF Steel Cage Dings mit dem wirklich großartigen Kader, was wir uns angucken werden. Ja, stimmt, kannst du dich erinnern. Pitch Rinkers, Nasty Boys und sowas dabei. Also ja, ungewöhnliche, die du sonst nirgendwo dabei hast. Genau, einfach. Richtig schöne Anfang 90er Jahre WWF Roster noch. Ich komme nicht an diesen beiden Trottel vorbei. Mist, ich bin zwar Sechster, aber das ist so zäh hier. Ja, ich war eben komplett hinter dir und dann habe ich hinter den beiden festgehangen, dass sie mich wieder zwei überholt haben. Ach, das ist echt schöne Strecke. Nicht. Ah, herausfordern, das ist ja auch was Schönes. Muss ja nicht immer so einfach sein. Das stimmt, ja.
Aber es ist halt viel hin und her, also. Das ist ja wie im Karussell. Sehr, sehr kurvig. Ja. Es ist wie auf dem Karussel. Ich hänge hier an jedem fünften Baum fest. Ja, das stimmt. Es ist quasi in jedem siebten Ei ist ein, ist ein Baum dabei. Ist jetzt das Ziel, hast du? Ja, gut, so, da bin ich nicht so weit. Frage, irgendwann müssen wir sicher noch mal tanken, aber jetzt nicht. Jetzt bin ich gerade so im Flow hier auf dem dritten Platz. Ich würde sagen, du warst ja eben noch direkt vor mir. Jetzt trinke ich nicht. Aber da haben noch ein paar Runden. Also ja, tanken musst du auf jeden Fall. Nächste Runde oder allerspätestens. Ja, jetzt sagt er schon Low Fuel. Also nächste Runde ist Schicht. Tanken angesagt. Ja, das ist wie gesagt ein bisschen schade, dass die Gegner alle nicht tanken müssen. Ja. Und dadurch tatsächlich einen Vorteil haben. Das stimmt. Das ist ja sowieso bei allen Spielen so eine Spielmechanik, die ich nicht leiden kann. Ne? Auch bei Actionspielen oder Jump'n'Runs oder sowas. Ja, nur wir hatten bei dem Formel-1-Spiel, was wir hatten, da war es so, dass die halt auch in die Box gefahren sind. Das finde ich stimmt. Gut. Ja, genau. Aber wenn du auch zum Beispiel, keine Ahnung, du hast bei einem Action-Jump'n'Run hast du irgendwie eine Stachelgrube, wenn du da runterfährst, bist du tot. Und wenn der Gegner da reinfällt, läuft er auf den Stachelgrube und genau. Gut ist. Ne? Kein Problem. So, Platz 1. Ja, Platz 2. Low Fuel. Da habe ich auch. Kann ich mithalten. Sticht! Ich sehe dich. Das müsste jetzt auch jeden Moment das Ziel kommen. Komm! Fuel! Fuel! Ja, warum ist das auch in der Kurve drin, ey? Wie viele Runden sind es noch? Drei. Ja. Ist schon. Mal halb. Halb Mast. Ah! Ja, gut. Ja, das war eben eher so, was wieder so rausgetragen wurde. Was ist denn das für ein Trottel da vor mir? So ein Grüne. Der Grüne, ja, der ist ganz schlimm. Der kann keine Kurve fahren. Nee, überhaupt nicht. Aber das war also ein erstes Sahne-Überholmanöver gerade. Von mir auch, danke. Von uns beiden, ja. Ja, ich habe gedacht, ich mache das mit, was du machst. Und bin da einfach nur hinterher gedriftet. Vielleicht war es ein bisschen wenig. Meinst du? So nur anderthalb Runden noch. Ja gut, du bist jetzt so oft irgendwo gegen... Ach wohl, du hast ein bisschen weniger getankt. Und bist vielleicht ein bisschen öfter irgendwo gegengefahren. Ja, das glaube ich nämlich auch. Ach, komm, ich tja, da muss wohl jemand noch mal tanken. Dann nehme ich noch ein Mäulchen. Ja, ich nehme auch noch ein Mäulchen. Ich kriege auch schon wieder Low Fuel angezeigt. Da denkst du immer, ach komm, das geht. Aber ich fahre jetzt durch, das ist mir jetzt egal. Das muss er jetzt noch hinkriegen, die Runde. Komm, ich riskiere es. Ich auch. Da ist das Ziel. Ja, komm, es geht. Das sollte gehen. Also die Anzeige Low Fuel ist wirklich sehr, sehr früh. Berühmte letzte Worte. Ja, das reicht noch. Game over. Genau. Guck mal, wir überholen sogar die ersten. Also überrunden. Ja. Falls wir irgendwann mal dran vorbeikommen. Ja. Das kostet uns aber der Sprit. Verdammt, da war ja was. Schön, wenn du an den Überrundeten nicht vorbeikommst, ja? Ja. So. Im Prinzip sind wir so weit vorne, dass wir immer mal diesen Platz zu denen lassen könnten eigentlich und wahrscheinlich trotzdem noch als erster und zweiter ins Ziel kommen. Das stimmt, ja. Ich habe ja auch meinen Stolz. Will ich ihn hinten hierher gucken. Ja. So. Jetzt aber. Die Strecke ist echt heftig. Aber alle überholt jetzt. Ja. Alle überholt. Guck mal auf meinen Sprit. Kann ich gerade nicht, das sind so viele Kurven. Nein! Tschüss, Kevin. Nein. Mal gucken, ob ich es noch schaffe. Nein. Das wäre das Mäulchen gewesen. Nein, ich schaff's noch nicht mehr. Doch, 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 komm schon. Ja. Aber guck mal, da ist ja, nichts mehr. Da ist nichts mehr, ja. Da ist gar nichts mehr. Du hast einen Tick mehr getankt als ich, deswegen, das hat gereicht. Das kann schon was ausmachen. Ja, schon. So, dann probieren wir jetzt einmal noch die Fog Lake Nummer und dann probieren wir das Bonusspiel hier auch nochmal freizuschalten und dann ist gut. Ob wir jetzt einen Nebelkurs kriegen? Ob er das mit so Wasser? Schnell, ob er das so schnell umsetzen kann? Oh, guck mal, so mehr. Fog, ach nee, Fog Lake. Brrr. Also ruhig. Brrr. Also ja, brrr, nicht brrr.
So, nicht A. Das ist sehr gut erkannt. Ich bin gespannt. Und ich erst. Einmal nochmal den M2. Ja, dann nehmen wir den Track 3 nochmal, der war gut. Mhm. Oh, nehmen wir das Gegenteil vom Fog Lake. Der ist auch fies. 10 Kilometer über 5 Runden Nacht. Das war eine Spitzenidee. Daumen hoch, sag ich da nur. Achso, wir können auch direkt drücken. Ich bin im Amiga-Modus immer noch. Ja, musste warten, wann die Strecke geladen wurde. Oh Gott, das ist auch wieder so eine Strecke, wo du, sobald du mit einem Reifen neben der Fahrbahn fährst, wahrscheinlich. Ja. Na, guck mal, selbst auf der Fahrbahn hast du hier den Sand, der unten weg. Heftig. Ich weiß, ich bin jetzt über unten, aber ich bin unten, oder? Du bist unten. Gut. Das ist super, ich steuere den richtigen. Du bist vor mir. Ja, ist richtig. Aber hier. Ja, hier merkst du, wenn du im Sand bist, das ist schon. Da ist Tempo. Da muss man gleich dahin. Hier kann man nicht durchdrücken, hier muss man vom Gas gehen, um wieder auf die Strecke zu kommen. Entschuldigung, das war ich. Kein Thema. Tschüss. Sandhügel. Nein, ich kann sagen. Nein. Ach schön, der Felsen, gegen den ich gefahren bin, der hat mich wieder zurück auf die Straße gedrückt. Manchmal sind sie auch ganz hilfreich, ja? Oh, ist das zäh hier! Da musst echt aufpassen, das darf kein bisschen neben der Strecke sein. Darf nicht neben der Spur sein. So viel Tempo, das auch, ja? Du verlierst so viel Tempo. Du musst in den Kurven bremsen hier, das hat sonst keinen Taug. Zumindest vom Gas gehen. Aber wenn du denkst, ja, das kannst du so reindriften, wie es bei den anderen machen konntest, das kannst du abhaken, weil du hast kein Tempo mehr dann. Ja, ja. Lustig, dass wir die gleiche Spur fahren. Der erste und zweite sehe ich gerade mal. Wir sind eben an dem vorbeigepaced, beide rechts vorbei im Sand. Wir haben, glaube ich, eben mit einem Ding knapp 3 der 4 überholt. Jetzt, als ich drauf gucke, da war ich irgendwie noch 7. oder so. Ja, genau, war gut jetzt eben. Wir haben jetzt 2 von 5? 5. Ja, nach der nächsten fahr ich mal tanken. Hast du das Schiss? Passiert mir nicht nochmal. Ja gut, ich war ja auch tanken, aber es war halt einfach ein Mäulchen zu wenig. Uiuiuiuiui. Boah, ey, hier kriege ich also überhaupt nichts gebacken in dieser Kurve. Die ist hart. Und ich hörte ja mal irgendwann auf. Alter. Das ist jetzt wirklich hier Kettenkarussell. Das müsste doch schon längst 360 Grad gewesen sein. Eigentlich müssten wir schon wieder da sein, wo wir hergekommen sind. Gibt's doch nicht. Hui. Das war schon fast ein Kreisverkehr. Das stimmt. Ich hab die Ausfahrt verpasst. Aber schlecht ist die gar nicht mal, die Strecke. Die ist, cool. Ist eigentlich ganz nett. Die ist cool, ja. Und das sage ich jetzt nicht nur, weil wir jetzt so ein Zweiter sind. Na, ich glaube, ich riskiere es mal mit meinem Benzin, ohne zu tanken. Ja, mach mal. Ach, guck mal. Das war aber ein extrem kurzer Abschnitt. Hä? Ich bin im letzten. Wie das denn? Ja, das war ein total publiger kurzer Abschnitt nur, der vorletzte. Warum sind wir denn vorher eine halbe Stunde im Kreisel gefahren hier? Ja, wahrscheinlich genau deswegen. Toll, ich mache hier meine Karre voll ohne Ende und wir müssen noch eine Runde fahren. Naja, egal. Erster und zweiter ist auch okay. Ja, das ist so ein bisschen ein Manko der Anzeige, ne? Dass du nicht siehst, wie lang die Streckenabschnitte sind, weil die sind ja unterschiedlich lang. Das stimmt, ja. Wie wir gerade trefflich gesehen haben. Aber sowas von. Na ja gut, wir sind eine Wüste, wahrscheinlich haben wir uns vorher einfach verfahren. So. Zack. Es hat aber nicht mehr viel gefehlt eben. Das hat noch Zeitung dazwischen gepasst. Sehr schön. Gut. So, dann, wie gesagt, wir probieren jetzt mal gerade, wenn wir Pi, eine andere Richtung. P-O-D. P, ich weiß aber gar nicht, ob es hier einen Unterstrich gibt. P-O-D. Die jetzt angehen. Es gibt ja gar keinen Unterstrich hier. Weil hier in der Anleitung steht es mit dann machst Unterstrich. Leer. Ja, aber das hat auch nicht funktioniert. Wie gesagt, POD Leerzeichen. Jetzt P. Leerase. Also.
Und das E passt nämlich schon gar nicht hin. Was haben wir hier noch? Nee. Tja. Ansonsten gucken wir mal, was wir für eine Strecke kriegen. Ich wollte gerade sagen, schauen wir mal, was nicht funktioniert. Also wie gesagt, wenn ihr wisst, wie man hier auf der Mega Drive-Version die Dings freischalten könnte, das Bonusspiel, dann lasst uns gerne wissen in den Kommentaren. Wir machen dafür noch eine Bonusrunde. Wir fahren jetzt eine letzte Bonusrunde noch, ganz genau. Und dann ist Feierabend. Dann ist Schicht im Schacht. Dann ist Schicht im Schacht. Nehmbar. Ach, guck mal nochmal die Titelmusik. Oh, ein Future. Schön. 6 Runden, 3 Kilometer. Das ist machbar. Das ist machbar. Ja. Und wir können direkt starten. Kevin, du bist unten. Ich bin sowas von unten. Ich hätte ja gerne als letztes nochmal einen Nachtkurs gefahren. Jetzt. Aber okay. Dann macht er die Augen zu, dann ist es wie ein Nachtkurs. Super Idee. Guck, wir haben alle ein gelbes Auto. Ne, ist orange. Wirklich alle orange hier. Nur du musst wieder, ich muss wieder aus der Reihe tanzen mit deinem immer. Lila. Wie immer. Ich tanze aus der Reihe. Rosa, was auch immer. Puderrosa. Das färbt dann schon ab, deswegen habe ich ein pinkes Auto. Kann sein. Ja. Wenn den ganzen Pink um sich hat. Weg da! Ich muss vorbei! Sag mal, was ist denn mit dir? Mit mir? Ne, mit dem vor mir. Ach so. Der fährt die ganze Zeit immer vor mich und du musst ihn vorbeilassen. Dabei weiß er, dass er viel langsamer ist. Du nicht. Dich hole ich gleich wieder. Ja, mach mal. Ich bin bemüht. War stets bemüht. Stand zu unserem Führungszeugnis. Arbeitszeugnis. Im Führungszeugnis steht da. Verdammt. Ups. Ausgeplaudert, verdammt. Das erklärt einiges. Ja. Hoppala! Wegen guter Führung entlassen. Jetzt habe ich vorhin gesagt, dass die Kollisionsabfrage hier gnädiger ist. Irgendwie komme ich jetzt gerade an gar keinem vorbei. Ja, das hatte ich eben auch bei dem, ne? Das scheint von Strecke zu Strecke so ein bisschen unterschiedlich zu sein, habe ich das Gefühl. Richtig, ja. Die sind auch teilweise ein bisschen aggressiver. Irgendwann müssen wir auch nochmal in den Pit fahren. Mhm. Pitfall? Pitfall, haben wir auch schon vorgestellt, das Spiel. Großartig. Sehr lustig. Sehr schön aufnahmestechnisch. Das ist ein tolles Spiel. So, okay, ich bin Erster, wo bleibst du? Fünfter. Ich habe Zeit verloren, als ich an dem einen, hinter dem einen die ganze Zeit festhing. Kannst mich gleich überholen, ich muss tanken gleich. Ja, ich werde auch fahren. Fahren sind schon mal, da sind drei nacheinander. Sich auf die Fahrbahn stellen und fast zu einem Jahr nicht vorbeikommst. Aber er kann ganz normal weiterfahren, ey. So. Fünfter, sechster jetzt nach dem Tanken. Ich bin am Tag immer noch Erster. Ja, ist gut, ein Vorsprung rausgefahren. Wie gesagt, ich habe zwei, dreimal hinter zwei Autos festgehangen. Das kostet Zeit. Ja, was ich ganz gut gemeistert habe, sind diese Schikanenkurven. Rechts, links, gab es ja welche. Ja. Wenn man da wirklich versucht, im richtigen Moment schon direkt einzulenken, dann kommt man da eigentlich sehr gut rein. Ja, vor allem, wenn du da ein Auto vor dir hast, kannst du auch sehr gut an dem vorbei brettern einfach. Oder du kannst auch sehr gut in den reinfahren, wenn du ein Auto vor dir hast. Nee, das geht ganz auch gut. So. Also ich sag dir jetzt eins, wenn einer von hinten jetzt noch kommt, dann bin ich. Kannst nur du sein. So, mal gucken. Zwei Runden noch. Boah, der gibt mir schon wieder Low Fuel. Aber
Wer weiß, vielleicht haben wir wieder so eine popelkurze Strecke irgendwo. Dann. Wobei, es ist ein Rundkurs hier. Das ist jetzt ein Rundkurs, ja. Aber mir auch, ey. Oh Mann. Das sollte ich ja, mal gucken. Ja, aber mal gucken, wie viel der verbraucht hat jetzt am Ende dieser Strecke. Dann entscheide ich das spontan, ob ich dann meinen Pit fahre oder nicht. Ruiz. Kurz anhalten. Wie viele an diesen gelben Dingen ein Röllchen voll Benzin teilen. Ja, schön, gell? Ich lerne immer wieder neue Begriffe, ja, wenn ich Autorennen mit dir spiele. Mir kannst du noch was lernen. Das ist zwar nur Schwachsinn, aber du kannst was lernen. Ich bin schon ganz, ganz stolz auf mich, dass ich das Endklass behalten habe vom letzten Mal. Was glaubst du, wie stolz ich da drauf bin? Er hat sich endlich was gemerkt. Endlich hat er sich nach fast 6 Jahren mal was gemerkt, was ich mir erzählt habe. Nein, du musst schon zugeben, ich bin schon besser geworden, was Sport anbelangt. Auf jeden Fall. Was das Wissen angeht. Du lernst. Zwar langsam, aber du lernst. Genau, du bist ein lehriger Schüler, junger Padawan. Die Ahnung, du hast etwas. So, ich glaube nicht, dass ich dich noch holen werde, aber ich bin zumindest Zweiter. Das heißt, Stockgal, Hammer, safe. Aber ich finde auch gerade bei der Runde hier, da kommt schon ein richtiges Geschwindigkeitsgefühl auf. Da merkst du richtig, echt wie du durch die Kurven bretterst. Ja. Ja, auf jeden Fall. Oder in die Autos reinbretterst. Oder in die Autos reinbretterst, ganz genau. Das hast du aber auch gleich geschafft. Mium! Guck mal, da hinten, da stehe ich schon. Siehst du? Weg da, ich fahre doch nicht rein. So, Kevin, welche Version gefällt dir denn besser? Lotus 3 Ultimate Challenge oder Lotus 2 Rex? Schwer, hat beides ihre Vorteile. Ich würde sogar die Amiga-Version, hätte ich fast sogar gesagt. Ja, ich muss auch sagen, die Amiga-Version ist tatsächlich irgendwie, ich weiß nicht warum, entweder habe ich da nostalgischere Gefühle, weil ich die damals schon mit meinem Bruder gespielt habe, seinerzeit. Aber die ist natürlich grafisch noch ein Ticken schicker. Hat von der Performance her, finde ich, jetzt ein bisschen mehr Probleme als die Mega Drive-Version. Die lief ein bisschen flüssiger, gefühlt. Aber wie gesagt, dafür hat die Mega Drive-Version halt grafisch ein paar Abstriche. Und die Amiga-Version hat auf jeden Fall das Bonusspiel noch. Wie gesagt, wenn ihr wisst, ob man das in der Mega Drive-Version auch freischalten kann, dann bitte mal den Code unten reinschreiben in die Kommentare. Genau. Dann liefern wir das zu allergrößten Not sogar nochmal nach als Video hier. Als Bonus. Aber ich finde trotzdem, die Mega Drive-Version ist ein gutes, schönes, arcadiges Rennspiel. Ja, also wer jetzt keinen Amiga hat, aber trotzdem auf das Spiel nicht verzichten möchte, ja, der kann, finde ich, trotzdem bedenkenlos zugreifen bei dem Spiel. Also, das macht wirklich Laune, das Spiel. Gerade zu zweit dann auch noch, wo man am Anfang denkt, das ruckelt, aber es ist echt gut geworden. Ja, auf jeden Fall. Aber gerade auch der Zwei-Spieler-Modus, das macht echt richtig, richtig Spaß. Ja. Und wie gesagt, liebe Leute, ihr habt quasi unendlich viele Möglichkeiten, euch hier Strecken zu generieren und die mit eurem Kumpel oder eurer Kumpelin zusammen zu spielen. Sowas von. Ja. Gut, dann lasst uns gerne wissen, wie ihr Lotus 3 die Ultimate Challenge respektive Lotus 2 Rex findet. Und dann bedanken wir uns wieder mal fürs Zuschauen. Genau. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Genau. Bis dann. Bis dann. Ciao. Ciao.